So, und da sind wir dabei Ancestors. Und ich habe hier mal eben den Clan ein bisschen vergrößert. In der Zeit, in der ich nicht aufgenommen habe, sieht man jetzt gerade an den Punkten, die da rechts sind. Ich habe hier mal alle gepaart. Den Obsidian habe ich jetzt aufgehoben, weil ich habe eben mit der Intelligenz was gemacht. Da konnte ich dann halt sehen, dass ich da noch was mitmachen kann. Deswegen werde ich jetzt mal gucken, wie. Vielleicht indem ich einen Stein dafür zu so einem Schleifstein mache und den dann darauf anwende. Will ich nicht. Andersrum will ich. Ach komm schon. Schleifstein. So. Ich will nicht, dass du dir drauf schlägst. Ich will den Schleifstein haben. Das ist der Schleifstein. Hattest du doch eben noch. Das ist der Schleifstein. Das ist der Schleifstein. Klappt der? Das sind sehr viele Kinder in einem. Es scheint nichts zu passieren. Fallen. Was machen wir denn da? Ja, das funktioniert ja nicht. Was mache ich denn dann mit einem Obsidian? Hier kann man es gerade sehen, kann ich ranzoomen, da steht ein Fragezeichen, was kann ich damit machen, ist die Frage. Naja, wir wollten ja eh hier unten noch uns was abholen. Waren die hier oder waren die da unten? Die sind hier unten. So, hier sind Palmen mit Kokosnüssen. Alleine bringt uns aber eine Kokosnuss schon mal gar nichts, weil die kriegen wir nicht offen. Dann müssen wir die irgendwie offen machen. Gehen wir eben hier hoch. Nicht so rum, andersrum. So, was haben wir denn jetzt hier? Eine geknackte Kokosnuss, die wir trinken können. Und die gibt uns sogar zwei Boni. Bewegen wir uns mal hier weiter vorwärts. Ich habe zwar nicht mehr die beste Energie,
Bin ein alter Sack. Mal eben ausruhen. So. Dafür kann ich aber besser erkunden, weil ich keine Angst bekomme. Weil der kennt sich ja schon aus. Da habe ich was fauchen gehört. Irgendwas ist hier in der Nähe. Das sind Schnecken. Und das da? Das ist irgendwas, was ich nicht kenne. Das sieht aus wie eine Schlange. Oder ein Stock. Wenn es so komisch faucht, gehe ich sowieso aus davon aus, dass es eine Schlange ist. Da, ich höre was fauchen. Da unten. Was bist du? Ich kann es nicht erkennen. Aber das ist eine Schlange. Ja. Sehe ich da raushängen. Blattgrüne Mamba. Ist ein bisschen dünner als die andere Schlange, die wir gesehen haben. Aber ist trotzdem relativ groß. Noch was ich noch nicht entdeckt habe. Hier war ich ja schon mal. Und da wusste ich auch noch nicht, wie ich das entdecken soll. Das ist das Wildschwein wieder. Neue Nahrung. Kart. Okay. So viel brauche ich jetzt auch wieder nicht. Was haben wir hier noch? Ganz viele Fahne da unten. Da möchte ich mal hin. Aber aufpassen, hier war eben noch ein Wildschwein. Ja, da unten ist es. Ich sehe dort unten, wenn mein Auge da gelb wird, dass da irgendwas in der Nähe sein muss. Jetzt noch alles okay. So, hier haben wir letztes Mal den Säbelzahntiger getroffen. Kommt er wieder? Wirklich schneller sein kann ich ja nicht, ne? Also rennen tut er nicht. Wenn ich gerade renne, liegt wahrscheinlich am Alter. Oder weil er keine Energie mehr hat. Ich glaube, ich nehme den nächsten Jüngeren.
Krokodil. Da muss ich weiter. Ich kann das auch so scheinbar erkennen. Der kleine Sumpf. Gehen wir mal dahin. Immer schön weiter. Ich kann nämlich leider nicht rennen. Habe ich gerade gemerkt. Und dann wäre es natürlich nicht so schlau, wenn ich hier stehen bleibe. Also er entfernt sich ein bisschen von der Position, wo ein Bildschirm ist. Ein Blattwerk kann ich mich auch bewegen. Okay. Ein Blattwerk. Das ist eine Pokémon-Attacke. So, was haben wir hier? Was ist das? Die Zwei-Fluss-Verbindung. Das ist ein Stamm, das ist kein Fluss. Das ist ein Fluss. Das sind sogar zwei. Und dann einer. Dann gehen wir hier als nächstes hin. Steuerung immer so komisch. Du hältst das gedrückt, um das anzugucken. Dann bleibt das halt für eine kurze Zeit so. Also so rangezoomt. Wenn du nichts tust, geht das einfach zurück. Oh, da sehe ich was. Sieht gefährlich aus. Also wenn du nichts tust, geht das einfach wieder zurück. Und ansonsten musst du einfach nochmal den Knopf drücken, damit du dir das merkst, dass dort was ist. Ist denn hier? Irgendwas konnte ich da scannen, aber irgendwie ja doch nicht. Diese Papageien hier immer. Jedes Mal, wenn ich springe, ne? Ich denke die ganze Zeit, ich fall runter. So. Ne, ich kann mich hier festhalten. Mit A. Und dann lässt er los. Also muss ich A gedrückt halten, wenn ich springe, um mich da dann doch abfedern zu lassen. Außer halt hier. Hier bleibt er dann automatisch drauf. Okay, gut. Regeneriere ich mal hier eben. Ist ein Wildschwein. Ja, konnte ich noch nicht. Da ist wieder so eine Schlange. Thank you.
glaube, demnächst gehe ich hier wieder mit einem Jüngeren. Ich meine, der hat hier zwar keine Angst, das ist ganz toll. Gibt mir nur leider recht wenig, wenn ich immer so langsam bin. Recht wenig Leben habe. Und eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit habe, dass ich sterbe. So, hier ist auch wieder was Neues. Sieht interessant aus. Was haben wir hier? Kaskadenoase. Die sieht interessant aus. Unten ist dann wieder. Dem geht's aber gerade nicht gut. Okay, jetzt geht's dem wieder besser. Er scheint nicht so viel zu trinken zu müssen. Jetzt wird er da nämlich öfter meckern. Das hier ist zwar näher, aber was da liegt eigentlich nicht. Eher auf dem Weg. Also eher auf der Linie hier von wo wir gerade sind. Ich möchte gerne hier alles in einer Linie in die weitere Richtung bewegen. Wie sagt man das am besten? Möglichst alles erkundet haben, wenn wir vorwärts preschen. Da ist wieder eine Schlange. Muss doch irgendwann mal pennen. Gucken wir uns doch mal von weiter oben hier an. Das sieht doch toll aus. Was ist denn da hinten? Ich glaube, der wirkt müde. Legen wir uns mal hin. Okay, wenn ich hier schon einen Vogel höre, dann... Nee, danke. Dann schlafe ich da lieber nicht oben. Schlafe ich lieber hier. Ist mir die Gefahr dann doch zu groß. Der schnarcht auch noch. Ja, Wasser brauchen wir, Essen brauchen wir. Das sollte reichen. Schlange ist da unten gerade am rumkriechen. Oh, die geht auf die Wildschweine los. Oder die Wildschweine gehen auf das Nest von der los. Da haben wir die zum Kämpfen gebracht. Indem ich die einfach nur bedroht habe. Hä? Die ist aber immer noch da unten.
Die hat keine Angst vor mir. Da haben wir noch ein Wildschwein. Vielleicht können wir das auch nochmal hier hinbringen. Die gehen auf jeden Fall aufeinander zu. Ja. Können wir die Natur gegen sich selbst ausspielen? Hier auch noch irgendwo was zu essen. Da ist ein Vogel. Der macht die Geräusche. Das ist der Papagei. So, was sagen die Sinne? Da unten ist was. Schlange. Rufe irgendwen, finde keinen. Und da hinten ist die andere Schlange, ne? Ja. Wir müssen da hoch. Hier, das können wir doch essen. Schade, dass man nicht während man läuft essen kann. Vielleicht lerne ich das noch. Weiß ich nicht. Werden wir ja sehen. So, ich möchte das noch gerne erforscht haben und dann gehe ich wieder zurück. Hol mir da mal einen schnelleren. Kann ich noch nicht so easy. Sind hier denn wieder Gefahren? Kann ich gerade nicht einschätzen. Wahrscheinlich. Aber die finde ich dann ja wohl auch irgendwo. Klappt immer noch nicht. Sieht interessant aus. Überdacht. Unter der Klippe-Oase. Dem geht's, glaube ich, echt nicht gut gerade. Die sind nicht aus. Ob die sicher ist, ist eine andere Sache. Weiß ich nicht. Also regenerierst du dich mal? Ja, gut. Mir fehlt es wahrscheinlich jetzt gerade an Wasser. Und wenn das eine Oase ist, dann kann ich da wahrscheinlich auch Wasser kriegen. Und natürlich auch was zu essen. Was ist das da hinten für eine Höhle?
ich mir mal eben hier einen Ast. Da habe ich keinen Bock drauf, danke. Kairodus. Geh! Wie hole ich mich denn aus dieser Situation jetzt raus? Aber der hat keine Angst, wie man sieht. Mir geht das Dopamin gerade nicht flöten. Ist das eine Mango? Afrikanische Kasturi-Mango. Ach, wusste ich doch. So in Gefahr. Ja, ich esse die Mango. Was gibt die mir? Außer Nahrung nichts. Ah, springen wir mal darüber. Er ist zum Glück keine Hauskatze, sonst könnte der mir hier hoch folgen. Ich wollte gerade sagen, oh Gott. Der folgt mir aber trotzdem noch. Wir den auch gegen die Schlange kämpfen lassen. Dann erledigt die das für uns. Bisher habe ich mich ja noch nicht gegen die gewehrt. Aber das werden wir auch noch tun. Dann zeigt sich der Mensch in uns. Einfach alles zerstören. Schlange ist hier. Dann komm doch her, Makairodus. Oder wie auch immer man dich nennt. Kämpf gegen die Schlange. Oder lass die Schlange gegen die Schlange kämpfen. Komm her, Schlange. Klappt das? Das sind auf jeden Fall zwei Schlangen, aber die wollen nicht gegeneinander kämpfen. Vielleicht können die nicht gegeneinander kämpfen. So, ich muss nach Hause zurück. Warte, was war das? Eine Carbock-Faser. Ganz nach unten. Nö, ich breche mir jetzt nicht die Beine. Könnte ein bisschen dauern. Ne, den merkst du natürlich nicht, dass der da ist. Schwarzer Makairodus. Geht erstmal baden. Aber nicht bemerkt, also das ist das Krokodil.
Das war das Krokodil. Hallo Krokodil. Willst du gegen den schwarzen Makairodus kämpfen? Das wäre nett. Das ist gerade ein Blitz. Hauptsache, er hält sich da noch fest. Dann ist der Schaden ungeschehen gemacht. Das Problem am Regen ist, ich höre nicht, wenn hier irgendwas kommt. Die Schlange, die da jetzt gerade war. Hallo Schlange. Wir trommeln. Ich sehe nichts. Das ist wieder ein Wildschwein und es läuft auf die Schlange zu. Ich kann mir denken, wie das enden wird. So, diesmal nehmen wir uns hier aber den Stock wieder mit. Den wollte ich ja gerade ein bisschen spitzer machen. Dann kam das Viech da an. So. Wir sind jetzt gleich da. Hey, hier sind keine Raubtiere irgendwie unten. Lassen uns hier in Ruhe. Das soll ich vielleicht nicht zu laut sagen, wenn ich es noch nicht genau weiß. So, ich höre meine Leute, die freuen sich. Wiederkomme. Ich habe euch tolle Sachen gebracht. Ich habe erkundet und einen Stock gefunden. Freut euch mit mir. Sitzt hier immer noch. Da scheinbar jetzt auch nicht mehr reinlegen, weil die da alle rumsitzen. So, Evolution. Eine einzige Sache. Geruch irgendwas. Oh. So, und sonst könnten wir hier 6 Sachen festigen und in die nächste Generation rein. Und das hier muss ich auch mal machen. Das
weißt du was, dann mache ich das hier jetzt eben. Festigen, festigen, festigen und dann mache ich eine Evolution. Ich muss ein Erwachsener sein. Ich bin kein Erwachsener, ich bin ein alter Sack. Und Evolution. So, und das haben wir ja schon mal gesehen. Clanmitglied getötet. Naja, wohl eher gestorben als getötet, aber egal. Jetzt sind wir intelligenter scheinbar. Und dann ja, das ist, was wir genetisch bekommen haben. So, Evolution machen wir jetzt mal. Ja, aber die sind ja schon erwachsen. Das haben wir ja gerade bekommen, deswegen. Auf jeden Fall jetzt schon vor der Zeit. Ich kriege immer Boni, dass ich da Dinge mache, die ich eigentlich noch gar nicht tun dürfte. Große Sumpf. Dann sind wir, glaube ich, wieder zurückgegangen. Ne, wir haben den Meteoriten und dann sind wir dem Krokodil ausgewichen. Was scheinbar nicht hier angezeigt wird. Wow. Dann habe ich den kleinen Sumpf entdeckt, bin ein bisschen rumgegangen, habe neue Sachen entdeckt. Ich meine, die hat den einfach getötet. Da war ich nicht wirklich großartig dran beteiligt, außer dass ich die eingeschüchtert habe. So, 60 schneller als die Wissenschaft. Ein Tod. Minus 25, ja, also 25.000. 12 Geburten plus 60.000. Alles klar.
So, und das müssen wir ja mal machen, um uns weiterzuentwickeln. Sind diesmal sogar woanders jetzt. Wir sind an der einen Oase, wo wir waren. Das könnte natürlich heißen, dass es hier gefährlicher ist, weil wir sind nicht mehr oben. Hier kann von unten was hochkommen. Uns dann doch mal hier schnell, ne? Ja, ich höre schon. Wir bauen uns schnell hier eine Mauer hin. Kann ich aber auch nicht so gut hier hinstellen, wie ich das haben will. Von dort oben? Oder sind das die Affen selbst? Ne, das sollst du wieder hinlegen. So wirklich klappen tut er doch auch nicht. Nicht, dass hier nachher halt irgendwer einkommt. Warum habe ich das nicht erkundet? Einsamer Kapok-Oase. Alles klar. Ist das hier vielleicht dann doch woanders? Scheint so. Wo das aussieht wie der eine Ort, wo ich eben war. Auch noch was. Da auch. Hinter uns. Ich hoffe mal einfach, ich bin hier oben sicher. Zur Sicherheit baue ich aber trotzdem noch was hin. Das wäre blöd, wenn ich hier jetzt gleich irgendwie weggehe, um irgendwas zu erforschen und dann kommt ja einfach ein Raubtier an. Immer noch gut durch. Das ist ja nicht gewollt. Naja, was macht denn die Entwicklung? Was können wir da denn jetzt machen? Wir haben kein Bett. Wir sollten uns ein Bett erstmal bauen. Das möchte ich gerne. Jetzt bin ich endlich wieder ein bisschen schneller. Das möchte ich doch mal gerne hier haben. So, hinlegen. Evolution, was sagt die? Wir haben Nährstoffaufnahme. Aus einer Portion Nahrung wird mehr Energie gewonnen. Das hört sich super an. Alles klar.
Und ich kann mir mehr Sachen merken. Ich kann mir noch mal mehr Sachen merken. Ich kann mir noch mal mehr Sachen merken. Alles klar. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir hier weitermachen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Wahrscheinlich wesentlich weiter weg, als ich gelaufen bin. Das sieht interessant aus hier. Ciao.